Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Train Fever. Ja, es ist wieder ein paar Sekunden her, dass wir zum letzten Mal gespielt haben. Für euch, für mich nicht, denn ich habe es gestern gespielt, habe gestern aufgenommen und festgestellt, ja, nix Ton, alles kaputt, diese Folge nicht nehmen können und deswegen nochmal neu machen. Sollte das jetzt wieder passieren, werde ich das hier nachkommentieren müssen. Das würde dann bedeuten, ich hätte die Folgen dreimal aufgenommen. Ich hoffe aber mal nicht. So, ich gehe natürlich wie immer zu Anfang wieder auf das ein, was ihr mir in euren Zuschauerfragen geschrieben habt, beziehungsweise Zuschauerantworten und Kommentaren. Aber eine ganz wichtige Sache noch. Ich habe, da wir ja demnächst eine neue Map anfangen hier, bereits Mods installiert. Und diese Mods werden natürlich jetzt auch aufploppen, aber wir werden die nicht verwenden, denn ja, ihr sollt euch ja auf das freuen, dass wir dann irgendwann Mods nutzen und deswegen kriegt ihr so ein kleines Leckerli vorgeworfen. Ihr seht also, ja, das kommt auf euch zu, aber es ist noch nicht drin. Müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden, ne, bis zur nächsten Staffel. So, Vorschlag 1, der kam, macht doch mal die beiden Bahnhöfe hier platt und macht da einen raus. Du brauchst ja keine zwei und das funktioniert ja eh nicht. Stimme ich vollkommen zu. Wir entfernen mal hier dieses ganze Chaos, was wir hier gebaut haben und machen das einmal jetzt vernünftig mit einem richtig angeschlossenen Bahnhof. Übrigens, ja, Train Fever habe ich, glaube ich, heute auf Facebook ein Bild gepostet. Facebook-Fans wissen mehr, ne? Wisst ihr ja schon. Also wenn ihr bei mir die Facebook-Seite liked, kriegt ihr auch immer mehr mit. Und da habe ich gepostet das Bild meiner Freunde bei Steam. Und das fand ich ganz lustig, weil da habe ich mehr Freunde, die Train Fever spielen, als DLS. Also, ihr wisst, ja, der Kanal ist auf dem richtigen Weg. So, genau, jetzt wollen wir mal eben kurz das Terran hier so ein bisschen, das Terran, wie der Rheinländer sagen würde, das Terran so ein bisschen hier abgleichen, damit es ein bisschen hübscher aussieht. Gar nicht kommentiert oder sehr wenig kommentiert habt ihr übrigens meine coole unterirdische Bahnhofsgeschichte. Deswegen werde ich das nicht mehr tun, weil es scheint kein Interesse zu haben, kein Interesse zu wecken sozusagen bei euch. Und gehen mal hier auf den Personenbahnhof. 5 Gleise, 320 Meter, damit wir die dicken Züge da auch reinfahren können. Warum habe ich die Zeit angehalten? Werdet ihr jetzt wieder einige fragen. Weil, und das nicht machen, dann verlieren sich die Züge wieder in ihren Zuordnungen. Das wollen wir ja auch nicht, ne? Das wollen wir ja nicht. So, ich glaube, so ist gut. Und dann machen wir hier eine schöne... Was nehmen wir denn da mal die hier? Kann man irgendwie erreichen, dass da die Bäume an der Seite sind? Nee, ne? Nee. Gut. So, dann haben wir das umgebaut. Dann sollte das ja eigentlich passen. Hier sind noch die alten Gleise. Oh, weia. Da machen wir noch mal ein bisschen was weg. Hier machen wir auch noch mal ein bisschen was weg. Und jetzt gehen wir mit dem Zug, der halt schnell fahren soll, würde ich sagen... Gehen wir ganz nach außen. Umso länger kann der hier noch schnell fahren, ne? Was haben wir hier? Weichenbau fehlgeschlagen. Weichenbau fehlgeschlagen. Sehr gut. Dann kommt hier ein Signal hin. Nicht, dass ich wieder Ampel sage, dann schimpfen wir wieder alle. So zum Beispiel. Wunderbar. Dann müssen wir noch die andere Strecke hier anschließen. Auch da würde ja eigentlich ein Gleis reichen. Jetzt gucken wir mal hier hinten raus, brauchen wir eh nichts mehr. Dann lassen wir den gleich hier auf dieses Gleis reinfahren. Kollision bei der Terrainangleichung, das ist hier oben die Straße. Wenn wir irgendwann Durchfahrtsstrecken machen, dann sollten wir schon vielleicht das zweite nehmen. Wissen wir jetzt noch nicht, ne? Also wenn wir vielleicht dann doch irgendwann nochmal... zusätzliche Züge auf die Schienen stellen bei Strecken, wo wir sehen, das lohnt sich jetzt vielleicht. So, wo können wir das Signal hinstellen? Möglichst weit nach hinten. Sagen wir mal hier hin. So. Genau, wenn ihr es alles richtig gemacht habt, dann sollten jetzt die Züge wieder fahren. Und das sieht gut aus. Was mir in dem Zusammenhang noch aufgefallen ist, dass wir hier mal die Strecke erneuern könnten. Und da seht ihr schon, eine Modifikation, die ich jetzt nicht ändern konnte, ist die Tunnelmodifikation. Und zwar sehen die Tunnel dann so aus. Finde ich ziemlich cool. Übrigens,
Übrigens auch die Schwellen zu wechseln, dass das nur 69.000 kosten soll, finde ich ein bisschen arg preiswert, sagen wir mal. Aber gut, wir werden die neue Map dann vielleicht dann auch mit schwer spielen und so. Haben übrigens Leute ja neulich noch kommentiert, man merkt irgendwie, dass es dir keinen Spaß mehr macht, Videos aufzunehmen. Hallo? Ich nehme jetzt diesen Kram hier zum zweiten Mal auf. Vielleicht muss ich noch ein drittes Mal nachvertonen, weil ich so dämlich bin. Also ist natürlich meine eigene Schuld, klar, aber... und habt ihr echt den Eindruck? Das finde ich... Weiß ich nicht. Kann immer nur wieder sagen, also wenn ich anfange, Spiele zu spielen, weil ich irgendwie muss oder so, dann brauche ich kein YouTube machen. Das sollte man auch grundsätzlich nicht. Also einen Spieletitel nehmen, weil der irgendwie beliebt ist oder wenn man meint, der kommt halt jetzt am besten an und so und dann halt davon Videos ohne Ende raushauen. Das ist eigentlich immer ein Garant dafür, dass es in die Hose geht. So, bestellen wir wieder auf etwas schneller hier. Diese Strecke ist komplett modernisiert schon. Nee. Hier fehlt noch ein Fitzelchen. Sehr gut. Ja, haben wir das erledigt. Sehr gut. Und jetzt sollte das mit dem Bahnhof noch besser passen. Und ich hoffe, dass wir dann auch wieder die Nachfrage bekommen nach Fahrgästen, die den Sprinter 2 nutzen wollen. Weil das war zuletzt ja unser Problem hier. Was wir da auch noch als Problem haben, ist übrigens, dass Hasloch zwar offenkundig eine Stadt ist, die stark wächst, ja, also die gutes Wachstum hinlegt, aber wir haben gar keine Abdeckung des Güterbedarfs und nur 50% Liniennutzung, weil wir auch keinen ÖPNV haben. Ist natürlich blöd. Müssen wir auch mal ran an das Thema. Auch hier, diese Streckenführung ist natürlich auch nicht optimal, ne? Hätten wir vielleicht versuchen können, hier einen unterirdischen Bahnhof zu machen. Aber das wäre zu steil geworden, nehme ich an. Ich meine, wir können das ja mal probieren. Wo müssen wir denn dann hin? So, hier an die Strecke. Da werden wir wahrscheinlich nicht tief genug kommen. Wo dann hier so rauskommen. Nee. Gut, Versuch was wert. Ja, nachdem wir das repariert haben, müssten wir noch was anderes machen, beziehungsweise würde ich gerne was anderes machen. Und zwar würde ich mit euch mal schauen wollen. Das ist ja eine Sache, die ich in den Videos mal gefragt habe, ob ihr das mal gerne sehen würdet. Und zwar würde ich gerne eine richtige Intercity-Strecke machen zwischen zwei Orten, die wirklich weit auseinander sind, beziehungsweise wo, ja, einfach mal Testballon halber die beiden größten Städte oder so verbinden. Haben wir eigentlich hier einen Güterverkehr angeschlossen? Ich weiß das gar nicht. In Bits. 127 ist gedeckt, wunderbar. Hier unten ist auch gedeckt, das heißt, es sind zwei boomende Städte. Und die würde ich gerne miteinander verbinden. Da würde ich gerne sagen, wir machen eine Schnellzugstrecke, weil im Moment setzen wir die schnell... Ja, genau. Jetzt passiert nämlich das, was ich meinte. Das sind Modifikationen, die werden wir nicht spielen. Und nicht unser Spiel aufnehmen, sondern wir werden mit den Originalmods spielen, bis wir die Map wechseln. Ist ein bisschen frustrierend für euch vielleicht, aber gut. Ich habe überlegt, wir werden als erstes vielleicht einfach mal die beiden größten Städte, also die mit den meisten Bevölkerungs-, Berufs-, Arbeitsplatz- und so weiter Möglichkeiten anbinden. Und das sieht mir ganz danach aus, als wenn das Bits und Hochreit wären. Außer Arbeitsplätze. Warum haben wir in Hochreit so wenig Arbeitsplätze? Wird aber gerade ausgebaut. Aber warum ist das so? Makes me wonder. So, und das heißt, wir würden dann hier auf dem äußeren Gleis zum Beispiel, würde ich jetzt vorschlagen, hier so, ja, mit Steigung, hier so raus und dann nach oben hin anschließen. Und was ich gerne bei allen Städten hätte, was man hier jetzt nicht so sehen kann, das hätte ich gerne in allen Städten, dass wir unterirdisch
den Stadtausbau, dass wir den Bahnhof enclosuren sozusagen und der Stadtausbau in die andere Richtung weitergeht. Dass also der Bahnhof schön mitten in der Stadt ist. Das würde ich ja gerne mal probieren, hier auch hinzubekommen. Wir haben das ja schon ein paar Mal hingekriegt. Und solange das nur an dem Hochhaus da hinten scheitert, soll mir das eigentlich egal sein, weil das können wir abreißen. Schauen wir mal, ob wir hier weiter wegkommen. Wahrscheinlich, ne? Das hätte ich mir schon gedacht, dass da genau wieder einer in dem Moment baut, wo wir hier anbauen wollen. So. So, dann können wir jetzt unterschiedliche Tunneltypen wählen. Kann man jetzt leider so nicht erkennen. Ich nehme einfach den neuen Tunnel jetzt. Das ist das neue Tunneldesign. Das ist auch eine Modifikation. Die mir ganz gut gefällt. So, das geht so nicht. Da müssen wir einmal gerade raus hier wahrscheinlich. Und dann mal hier wieder eine Kollision. Aber so funktioniert es. Und dann haben wir das hier schön mittig drin. Und dann würde ich sagen, wir legen direkt die Straßen, die da auch hier von dem Spiel selber benutzt werden, um da Landschaft zu erzeugen. Und schauen mal, ob das Früchte trägt. Oh, das ist aber hässlich geworden. Nein, was habe ich denn hier gemacht? Ah, nee. Oh nein. Das machen wir wieder rückgängig hier. Das ist Terraforming so ein bisschen. Habt ihr euch das auch gewünscht, dass wir mal uns anschauen, welche Möglichkeiten hat man denn, so eine Stadtbau zu beeinflussen? So, probieren wir es nochmal. Diesmal machen wir das mal nicht ganz so eng hier dran. Und dann soll ich ja nicht immer so langweilig bauen, habt ihr gesagt. So, dass wir dann hier, dass hier eine Stadt entsteht, schön in der Nähe von dem Bahnhof. Mal schauen, ob das angenommen wird. So. Müssen wir vielleicht auch mit ÖPNV anschließen und so. Schauen wir mal, bin ich mal gespannt. Hier habe ich das natürlich jetzt zu nah gebaut, aber hier und so weiter sollte das eigentlich funktionieren, dass da eine Stadt weiter entsteht. So, dann habe ich gesagt, wir wollen eine Intercity-Verbindung bauen. Das heißt, wir müssen hier oben, oh weia. Hier stimmt eventuell was nicht. Gucken wir mal. Hier ist unser Hauptbahnhof, ja. Und was ich damit auch erreichen will, ist, dass wir noch mehr Züge haben, die hier rein und rausfahren. Und dazu müssen wir auch hier ein bisschen umbauen. Jetzt schauen wir mal kurz. Wie kriegen wir das hin? Können wir zum Beispiel hier das äußere Gleis nutzen, um den Einzug daran zu kriegen? Dass wir den Zug hier an das äußere Gleis fahren lassen. Wenn das funktionieren würde, das wäre cool. Der Abschnitt ist nicht entfernbar. Also da haben wir jetzt einiges zu tüfteln. Weil wir müssen, warum mache ich das? Wir müssen Folgendes erreichen. Wir müssen hier zwischen noch einen Gleisanschluss schaffen, damit wir direkt möglichst gerade hier runterfahren können. Sonst müssten wir zum Beispiel den äußeren Anschluss hier nehmen, dann hier über diese Gleise drüber fahren und so. Das wollen wir natürlich. Das wollen wir ja nicht. Deswegen müssen wir da mal gucken. Vielleicht kriegen wir die Schnellstrecke hier umgelegt. Was funktionieren würde, wäre cool, weil... Oh. Ah, der Zug muss hier noch raus. Ah, nein. Okay, das kriegen wir hin.
Weil nämlich, je mehr gerade die Strecken hier reinfahren, umso besser. Nehmen wir mal jetzt die innere. Ah, das reicht nicht. Aber so geht's. Genau. Und ob wir das jetzt hinkriegen oder ob ich alles kaputt gemacht habe, das seht ihr in der nächsten Folge von Train Fever. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Danke fürs Zuschauen und tschüss. Ich freue mich auf eure Kommentare, Feedback, Daumen, Abos, Likes und so weiter.